Ein herzliches Willkommen an Sie alle zum Auftakt unserer eCademy-Veranstaltungsreihe Photovoltaik und Wärme. Dabei war RE Solar Energy Systems. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Elke Dehlinger und ich freue mich, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Als Produktmanagerin bei der BayWa RE darf ich mich seit längerem mit dem spannenden Thema Photovoltaik und Wärme beschäftigen. Umso mehr freue ich mich jetzt, heute hier Professor Volker Quaschning begrüßen zu dürfen als unseren Anfangsredner für dieses Thema. Herr Quaschning, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Sie sind nicht nur Professor für regenerative Energiesysteme, Fachbuchautor, Mitinitiator for Scientists for Future, Entschuldigung, sondern Sie sind auch ein unermüdlicher Recke und Kämpfer in Sachen erneuerbare Energien. Danke, dass Sie hier heute bei uns sind und uns Hintergründe und Ausblicke mit uns teilen, wie Photovoltaik und Wärmepumpe einen guten Beitrag leisten können zu einer klimagerechten Energiezukunft. Bevor ich Ihnen aber die Bühne überlasse, würde ich noch ganz kurz den Hinweis an die Teilnehmer geben, dass Fragen gerne gestellt werden können, im Fragefenster bitte. Und wir werden im Nachgang noch etwas Zeit haben, diese Fragen an Herrn Quaschning stellen zu können. Und damit übergebe ich an Sie, Herr Quaschning. Vielen Dank. Perfekt. Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, noch die Rechte, um meinen Bildschirm übertragen zu können. So, das klappt. So, eine ganz kurze Info, ob das zu sehen ist. Ja, das klappt. Super. Perfekt. Okay, wunderbar. Dann, ja, mein Vortrag heute: Photovoltaik und Wärmepumpen, die Hoffnungsträger beim Wettlauf gegen die Klimakrise. Und ich möchte am Anfang, wir haben ja in letzter Zeit gerade auch viel diskutiert über Klimaschutz und man merkt aber so gar nicht, das Verständnis ist da, dass wir mehr machen müssen. Man hat so das Gefühl, wir haben eine grüne Regierung und deswegen nochmal ganz kurz möchte ich Sie einstimmen. Berlin heute, naja gut, das Wetter, wenn ich rausgucke, nicht ganz so schön wie auf diesem Bild, aber gut, wir haben ja auch Januar, da darf das sein. Ich will Sie aber eine Zeitreise mitnehmen und die Frage einfach mal stellen, wie war Berlin vor 20.000 Jahren? Machen Sie mal kurz die Augen zu, stellen sich das vor und wir lösen auf. Vor 20.000 Jahren sah es in Berlin so aus. Das heißt, wir waren hier mitten in der Eiszeit. Berlin war war vor 20.000 Jahren mit gut 200 Meter Eis bedeckt. Und hier sehen Sie eine Karte von Europa vor 20.000 Jahren. Ich bringe diese Karte immer sehr gerne, weil man da einfach mal so den Blick weiten kann. Man denkt immer, es ist alles unumstößlich, die Welt so wie sie ist, die wird auch noch in 2.000, 3.000 Jahren genauso sein. Und wenn wir uns das Klima angucken, dann sehen wir einfach dramatischste Veränderungen. Wir sehen hier die verschiedenen Städte mal eingezeichnet: Berlin, London, Bremen, München. Und vor 20.000 Jahren, ne, da wo Sie wahrscheinlich jetzt zugucken, sind Mammuts vorbeigelaufen. Also einfach mal zu sehen, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Und hier ist Europa heute. Das heißt, wenn wir uns den Temperaturverlauf angucken, dann sind wir von der letzten Eiszeit bis heute von etwa 3 bis 4 Grad minus, also unter dem Schnitt der vorindustrialisierten Zeit, bis heute nochmal um 1,2 Grad nach oben geschossen. Und Sie sehen vor allen Dingen dieses Tempo und dieser Anstieg, das macht uns Sorgen. Und wenn wir uns anschauen, was auf uns zukommt, dann sagt die Klimaforschung, naja, bei Business as usual, also wenn wir alle so weitermachen wie bisher, dann könnten wir am Ende des Jahrhunderts 4 bis 5 Grad plus haben. Und das wäre dann schon der Worst-Case-Fall, weil wir dann natürlich nochmal die gleiche Erwärmung wie von der letzten Eiszeit bis heute drauflegen und das dann wirklich alles so bleibt, wie es ist, ist komplett ausgeschlossen. Und deswegen müssen wir schnell handeln. Eine Sache, die auch relativ klar ist, warum man handeln muss, ist, dass einfach wir große Teile des Lebensraums der Erde dann vernichten werden. Bei 4 Grad plus werden große Teile der Erde einfach so heiß, dass man dort eigentlich als Mensch keine Lebensgrundlage mehr hat. Und wenn wir uns dunkelrot anschauen, die Gebiete, die komplett wegfallen werden, dann ist das der Lebensraum von 2 Milliarden Menschen.
Und das wird schon in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts dann möglicherweise passieren. Und das wird natürlich dramatischste Folgen für diesen Planeten haben. Es gibt natürlich noch Weißgebiete, wo man leben kann. Aber der Migrationsdruck wird eigentlich, das sagen alle Studien, so dramatisch sein, dass wir aufgrund der Konflikte, die dort ausgelöst werden, vermutlich unsere Zivilisation komplett zerstören. Und deswegen müssen wir einfach handeln, und zwar schnell. Es gibt ein grünes Zeitfenster. Das heißt, wir sagen, der Bereich, wo wir nicht diese extrem katastrophalen Zustände auf dieser Erde erreichen werden, der ist deutlich unter 2, irgendwo hier in diesem grünen Bereich zwischen 1,5 und 2 Grad. Wir befinden uns heute ja schon ziemlich nah dran und diesen sollten wir eigentlich nicht überschreiten. Und deswegen müssen wir auch extrem schnell handeln. Das heißt, die globale Erwärmung sollten wir möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. 1,7 geht vielleicht auch noch, aber danach wird es wirklich einfach sicher und unsicher und problematisch. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Wir haben natürlich ein klares Bekenntnis von der Politik, was erstmal sehr erfreulich ist. Das heißt, alle Länder der Welt haben das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet 2015. Und die Ziele sind klar, globale Erwärmung deutlich unter 2, möglichst 1,5. Und alle Länder müssen im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten tätig werden. Gut, was bedeutet das? Wir können das einfach mal aufgrund der Wissenschaft mal die Zahlen uns durchrechnen. Also je mehr Kohlendioxid wir ausstoßen, desto heißer wird es. Das ist eine ganz normale Zielvorstellung. Und wir sehen, das gibt jetzt die Budgets aus dem letzten Bericht des Weltklimarates. Das heißt also, wenn wir 1,5 Grad halten wollen, dann müsste die Welt 2041 komplett klimaneutral sein, also nicht Deutschland, sondern es ist wirklich die komplette Welt. Wenn wir sagen, wir gönnen uns 1,75 Grad, was also auch schon riskanter wird, dann haben wir noch ein paar Jahre mehr Zeit. Aber irgendwann, sagen wir mal so Mitte des Jahrhunderts, also in den 50er Jahren, muss die Welt, also nicht nur Deutschland, die komplette Welt dafür klimaneutral sein. Und wenn wir uns Deutschland anschauen, Deutschland verursacht mehr CO2 als der Weltdurchschnitt, da ist das Zeitfenster noch besser, das heißt oder noch früher. Wir müssen also in den 2030er Jahren klimaneutral werden, wenn wir in diesem Temperaturbereich bleiben wollen, das für das Pariser Klimaschutzabkommen zuträglich ist. Und deswegen müssen wir eigentlich relativ schnell runter. Wir sehen hier die bisherige Entwicklung. Wir haben hier verschiedene Dellen. Das eine war die Weltwirtschaftskrise. Wir hatten am Anfang Wiedervereinigungsgewinne, dann die Corona-Krise, die das Ganze gedrückt haben und wir haben momentan die Energiekrise, die aber erstaunlich wenig Rückgänge nach sich zieht. Und dann haben wir die Ziele der Bundesregierung. Wir sehen also diese Ziele, ja, die laufen da nieder. Wir haben keine Chance eigentlich hiermit überhaupt das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und mit dem aktuellen CO2-Rückgang liegen wir auch komplett außer der Reihe. Und große Teile der Regierung, des Verkehrs und das Bauministerium weigern sich, hier irgendwelche Veränderungen vorzulegen. Das heißt also, für das Pariser Klimaschutzabkommen, hatte ich gesagt, müssen wir eigentlich diese Ziellinien eingehen. Und derzeit wird die Bundesregierung auch wieder verklagt von Umweltverbänden, dass wir also hier mit dem Ziel außerhalb des Fokus sind. Und gerade das Verfassungsgericht hat ja auch gesagt, dass wir das einhalten müssen. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich dramatische Veränderungen, eine echte Energierevolution, um auch wirklich nur in die Nähe, sage ich mal, der Ziele der Bundesregierung zu kommen oder des Pariser Klimaschutzabkommens. Und dann schauen wir uns mal den Gebäudebereich ein. Sie sind ja alle in der Regel in der Photovoltaik auch sehr, sehr bewandert, aber auch der Gebäudebereich ist sehr wichtig. Und erstmal müssen wir runter mit dem Energiebedarf. Nur wir können uns die Zeitachse anschauen. Das heißt, wir haben derzeit eine Sanierungsrate von 1%. Das heißt, wir schaffen in 10 Jahren vielleicht 1% der Gebäude anzufassen. In 20 Jahren 20%, also 10 und 20%. Das heißt, überdämmen werden wir es nicht hinbekommen. Dazu haben wir einfach zu langsam die Energiewende gemacht und für schneller fehlt uns hier das Personal. Das heißt, wir müssen das anders lösen. Wie schauen wir uns gleich mal an? Und dazu werfen wir erstmal einen Blick auf die Stromversorgung. Das heißt, wir haben hier verschiedene Erneuerbare, Wasserkraft, Biomasse, Wind an Land, Wind offshore, Photovoltaik und wir waren im letzten Jahr bei 47%, sehr erfreulich, also knapp die Hälfte unseres Stroms ist derzeit erneuerbar. Vor allen Dingen bei der Photovoltaik sieht es ganz gut aus, dass wir da große Steigerungsraten haben. Die Zahlen für Windenergie sind nach wie vor sehr mau, also da müssen wir auch nochmal deutlich nachlegen. Gut, das ist aber der Strom und nun wir fokussieren uns gerne immer auf die Stromerzeugung, wo wir sagen, ach, da haben wir doch schon die Hälfte, das ist ja nicht so schlimm. Und nun schauen wir uns aber die anderen Bereiche an.
Das heißt, wir haben noch die Wärme, wo wir Heizöl und Erdgas verwenden. Wir haben den Verkehr mit Benzin und Diesel. Dann haben wir noch die Industrie. Das haben wir auch schmerzlich gemerkt. Sehr viel mit Erdgas, bisschen andere Energieträger. Und das alles ist auch fossil. Das heißt, den ganzen grauen Bereich müssen wir ersetzen. Nun sehen wir, dass wir glücklicherweise durchaus ein paar andere Erneuerbare haben. Das heißt, wir haben also mal die Biomasse, wir haben die Solarthermie oder die Geothermie noch im Wärmebereich und ein bisschen Biosprit. Aber in der Summe ist das, wenn wir das mal umsortieren, die Erneuerbaren aus dem Strom und die Erneuerbaren aus Wärme und Verkehr, kommen wir auf 20% erneuerbaren Anteil. Und damit ist die Strecke für die Klimaneutralität einfach noch ziemlich weit. Und könnte man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie schlimm. Warum hat man nicht früher angefangen? Und man sieht auch, hätte man den Trend hier einfach vorangesetzt, den wir hier schon mal angefangen hatten in den 2000er Jahren, dann wären wir jetzt vielleicht bei 50-60%, dann wäre es nicht so schwer. Aber nun müssen wir halt auch radikalere Schritte machen. Nun wird wieder über die Kernenergie diskutiert, in den Springer-Medien und von einigen Parteien. Dass die Kernenergie keine Lösung ist, glaube ich, kann man hier ganz gut erkennen. Rot ist der Anteil der Kernenergie an Energieversorgung und wir sehen also, mit dem bisschen Rot werden wir das graue Problem nicht lösen. Und deswegen brauchen wir hier eine andere Alternative. Und die Frage ist, welche? Das schauen wir uns jetzt mal an. Und dazu gehen wir, gucken uns erstmal an. Ich glaube, es ist allen klar, wir müssen irgendwo in den 30er Jahren, so möglichst 2035, klimaneutral sein. Und wenn wir das erreichen wollen, dann wird das mit diesem extrem hohen Energiebedarf nicht möglich sein. Und das setzt erstmal ganz klare Fakten. Das heißt, alles, was ineffizient ist an Technologie, scheidet aus, weil wir damit unsere Klimaschutzziele nicht einhalten können. Wir müssen runter mit dem Bedarf. Und dazu können wir uns mal in der Wärme angucken, wo da ein sehr großer Hebel ist. Dämmen wäre, wie gesagt, gut. Aber wir haben momentan das Problem, dass wir etwa so viel dämmen, wie wir an Neubauten dazustellen. Also das heißt, das hilft uns dann auch nicht viel, wenn wir ein paar Altbauten dämmen, aber 400.000 neue Gebäude bauen jedes Jahr und Wohnungen schaffen. Deswegen müssen wir, wie gesagt, runter, aber wir müssen schauen, wo der Energiebedarf für den Rest herkommt. Und da haben wir verschiedene Energieträger derzeit im Einsatz. Erdöl und Erdgas machen zusammen fast 70% aus. Ich zeige diese Grafik schon seit vielen Jahren, immer aktualisiert. Das sind also die aktuellen Zahlen momentan. Und da kann man einfach sagen, also man erkennt doch, in einem Land, was kein Öl und Gas hat, ist es nicht sonderlich clever, eine Wärmeversorgung auf Öl und Gas aufzubauen. Wir haben es gemacht und haben gedacht, es wird schon gut gehen. Jetzt haben wir gemerkt, tut es nicht. Wir haben die Kohle, wir haben noch ein bisschen Strom, wir haben noch Fernwärme, Biomasse, Solarthermie und Wärmepumpen. Und nun ist die Frage, wie können wir im Wärmebereich dieses Graue ersetzen? Wir können mal gucken, Biomasse ist relativ ausgereizt, also viel mehr Holz haben wir nicht. Solarthermie ist vergleichsweise teuer. Die Fernwärme, gut, da kann man zentral irgendwas machen. Strom, wenn der erneuerbar ist, ist okay. Aber wir müssen, wie gesagt, diesen grauen Bereich anschauen und die Frage, was können wir tun? Momentan Standardheizung eigentlich Erdgas. Das heißt, wir haben hier einen unsanierten Altbau, 30.000 Kilowattstunden typischerweise, die wir haben. Wenn wir jetzt anfangen, das Gebäude zu dämmen, geht der Energiebedarf runter. Vielleicht auf 15.000. So, das ist natürlich ein ganz großer Batzen. Und nun kommen wir einfach da, was ich gesagt habe, wo wir mit der Effizienz was hebeln können. Und das ist die Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe haben wir die Möglichkeit, aus einer Kilowattstunde Strom durch Hinzunahme von Umgebungswärme 3 Kilowattstunden Raumwärme zu erzeugen. Und dann geht der Energiebedarf von 15.000 auf 5.000 runter. Das heißt, wir können durch Dämmen das halbieren und nochmal durch die Wärmepumpe auf ein Sechstel drücken. Und das ist der enorme Effizienzhebel, den wir hier im Wärmebereich haben. Wenn wir das flächendeckend machen, dann ist die Klimaneutralität auch in den 30er Jahren durchaus noch realistisch. Nun gibt es Menschen, die sagen, naja, okay, das mit der Wärmepumpe müssen wir uns nochmal anschauen. Warum ist die so effizient? Und das können wir hier uns nochmal angucken. Also wir haben erstmal hier die Wärmepumpe. Wir nutzen hier die Umgebungswärme. Da reicht, wie gesagt, Außenluft mit 5 Grad aus, sogar minus 5 Grad. Kann man die Wärmepumpe noch mittlerweile gut betreiben. Damit wird ein Kältemittel, was durch die Umgebungswärme verdampft wird, über einen Kompressor erhitzt. Das heißt, wir erzeugen dort Wärme. Und diese Wärme, die können wir dann abführen an eine Heizung. Das Kältemittel wird wieder flüssig. Es dehnt sich aus und wir haben hier den geschlossenen Kreislauf. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt also hier aus einer Kilowattstunde elektrische Energie
dann 2 bis 3 Kilowattstunden Umgebungswärme dazu packen, sodass wir dann am Ende 3 bis 4 Kilowattstunden an Heizwärme haben. Und das ist der Riesenvorteil. Und wir können das Ganze natürlich noch hervorragend mit der eigenen Photovoltaikanlage kombinieren. Und insofern haben wir hier wirklich so eine Win-Win-Situation für die Energiewende. Gehe ich später nochmal drauf ein. Jetzt gibt es aber andere, die sagen, naja, aber die Gasheizungen, die sind ja schon drin und können wir denn nicht mit grünem Wasserstoff was machen? Grüner Wasserstoff ist doch das Allheilmittel. Nun gibt es keinen Wasserstoff, den wir irgendwo ausgraben können. Wir müssen Wasserstoff erstmal erzeugen. Das heißt, dazu brauchen wir Strom aus Solar- und Windenergie. Diesen Wasserstoff, den packen wir in eine Elektrolyseanlage rein und dann haben wir hier dann Wasserstoff und wir haben Sauerstoff, also aus Wasser machen wir in der Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff. Und aus erneuerbarem Strom haben wir dann wirklich erneuerbaren Wasserstoff. Man kann das auch schlecht machen aus Erdgas, aber das wollen wir langfristig vermeiden. Insofern hätten wir hier wirklich auch ein grünes Gas. Das Wasserstoff kann aber jetzt das Erdgas erstmal nicht ersetzen. Da hat einen ganz anderen Heizwert, wir bräuchten ganz andere Technik und deswegen sagen einige, okay, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Wir machen eine Methanisierungsstufe. Auch das geht. Über Katalysatoren können wir aus Wasserstoff mit Zuhilfenahme von Kohlendioxid Methan erzeugen. Und Methan ist im Prinzip 1:1 Erdgas. Also es gelingt, aus grünem Strom grünes, klimaneutrales Erdgas zu machen. Mit dem können wir Gasheizung betreiben. Dann entsteht CO2, aber nur die gleiche Menge, die wir hier wieder in diesen Methanisierungsprozess einspeisen müssen. Das heißt, das Ganze ist am Ende dann klimaneutral. Problem, was wir dabei haben, wir haben eine sehr schlechte Effizienz. Das heißt, aus 100% Strom machen wir am Ende 65% Gas. Das heißt, das, was wir gesagt haben, dass wir versuchen müssen, runterzukommen mit dem Energiebedarf, wird hier zum Gegenteil verklärt. Wir brauchen also mehr Energie statt weniger. Und deswegen haben wir hier ein Problem. Zweites Problem, was wir hierbei haben, wir brauchen CO2. Das heißt, die Methanisierungsstufe wird natürlich nicht dort stehen, wo die Heizung ist. Wir pusten hier das CO2 raus, müssen das vielleicht 100 Kilometer später wieder gewinnen und dann müssen wir es umständlich aus der Atmosphäre wieder abtrennen. Das Ganze ist aufwendig und teuer, auch energieintensiv und deswegen haben wir hier einfach Probleme bei diesem Erdgasfahrt, der auf dem ersten Blick sich gut anhört, aber auf den zweiten problematisch wird. Und wir können das mal hier auch an Zahlen verdeutlichen. Wir haben hier einmal den unsanierten Altbau. Wenn wir den heute mit Gas betreiben, haben wir 30.000 Kilowattstunden an Erdgas mit allen Problemen, die wir heute haben. Wenn wir dieses Erdgas ersetzen durch Gas aus erneuerbaren Energien, dann brauchen wir hier 46.000 Kilowattstunden Strom, um unser grünes Gas herzustellen. Und das ist natürlich ein ganz schönes Wort. So, der typische Strombedarf eines Einfamilienhauses liegt bei 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden. Gehen wir den Gasfahrt, verzehnfachen wir den Energiebedarf. Und das ist natürlich dramatisch. Und das werden wir gar nicht darstellen können. Diese Mengen an Solar- und Windenergie sind komplett unrealistisch. Wenn wir das Gebäude dämmen, halbiert sich der Bedarf. Aber da sind wir immer noch bei 23.000 Kilowattstunden. Locker der Faktor 5 gegenüber dem heutigen Strombedarf. Also auch nochmal eine gigantische, ineffiziente Zunahme. Gehen wir hingegen zur Wärmepumpe. Da sieht das so aus, dass wir dann, wie gesagt, mit den 5.000 Kilowattstunden das Haus warm bringen. Wir haben zwar auch eine Verdopplung des Strombedarfs, also der Strombedarf wird dadurch steigen, aber der Gesamtenergiebedarf, der geht natürlich dramatisch runter, weil wir dann 15.000 Kilowattstunden Gas durch nur noch 5.000 Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien ersetzen können. Das heißt, der Energiebedarf geht auf weniger als ein Drittel runter, aber wir haben natürlich die Verschiebung von Gas auf Strom. Das heißt, wir müssen auf dem Schirm haben, dass wir künftig für unsere Energieversorgung mindestens doppelt so viel, eher dreimal so viel Strom brauchen, weil die Verkehrswende kommt ja auch noch dazu. Und deswegen haben wir hier eine ganz klare Botschaft. Wir müssen auf die Wärmepumpe gehen, anders werden wir nicht klimaneutral sein. Aber wir müssen auch die großen zusätzlichen Strommengen dafür akzeptieren. Und die sind auch in den Plänen der Bundesregierung in den Mengen, wie wir das erwarten, noch gar nicht mit drin. Hier vielleicht nochmal eine Zahl, dass wir mal überlegen, warum der Gasfahrt nicht funktioniert. Wir haben derzeit 400 Terawattstunden an Erdgas, die wir im Wärmebereich verbraten oder verheizen. Und um die dann aus Solarenergie zu erzeugen, bräuchten wir 615 Terawattstunden an Solarstrom, um praktisch unser Erdgas durch grünen Wasserstoff aus Solarstrom zu erzeugen.
Wir bräuchten dafür 650 Gigawatt an Photovoltaikleistung. Wir haben derzeit 65. Das heißt, alleine, wenn wir alle Erdgasheizungen durch grünen Wasserstoff ersetzen wollen, bräuchten wir 10-mal so viel Solarenergie, wie wir derzeit haben. Da kommt ja noch der ganze andere Strombedarf dazu. Das werden wir gar nicht machen können. Also wir verabschieden uns vom Wasserstoff im Wärmebereich. Es wird nicht funktionieren. Und das muss erstmal eine ganz klare Botschaft sein. Jeder, der heute noch eine Gasheizung einbaut, schafft eine Altlast für die Energiewende und den Klimaschutz. Das heißt, wir brauchen erstmal ein sofortiges Ende des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen. Das fordern wir schon seit vielen Jahren. Jetzt kommt da sehr viel Bewegung rein. Wir brauchten erst eine Gaskrise, damit die Leute verstehen, dass wir das brauchen. Es gibt jetzt neue Vorgaben vom Gesetz, was Herr Habeck dann auch erlassen hat, dass also ab Jahr 2025 die Heizungen nicht komplett erneuerbar sein müssen, aber nur noch einen kleinen Anteil fossilen Gases drin haben müssen. Und das bedeutet zumindest mal für kleinere Häuser, dass es nicht mehr sinnvoll sein wird, Gasheizung einzubauen. Bei größeren Objekten leider schon. Da hoffe ich auch, dass wir da nochmal den Dreh kriegen, dass wir irgendwann auch vorschreiben, dass 100% fossiler Wärmepumpen eingebaut werden müssen, weil, wie gesagt, mit der Gasheizung kriegen wir früher oder später ein Problem. Das heißt, wir brauchen ein massives Hochfahren des Wärmepumpenmarktes, damit wir also hier diese Lücken decken können. Das ist momentan sicherlich ein kleines Problem. Ich habe hier mal die aktuellen Zahlen des Wärmepumpenmarktes dargestellt. Wir hatten einen kleinen Boom in den 80er Jahren. Damals hatten wir schon mal eine Energiekrise. Die Älteren werden sich noch daran erinnern, aber das ist dann schnell aus dem Fokus gegangen. Also hier hat man auch schon mal versucht, Öl und Gas durch Strom zu ersetzen aus Deutschland. Die Erneuerbaren haben damals noch nicht so eine große Rolle gespielt. Das waren dann eher Kohle und Kernenergie. Dann wurde aber Öl und Gas wieder billig. Die Wärmepumpe ist verschwunden. Und dann haben wir jetzt hier im Zuge der Energiewende ein bisschen, der Markt war lange Zeit stabil, entwickelte sich langsam nach oben. Und nun sehen wir in den letzten 3 Jahren, gerade jetzt mit den extrem hohen Energiepreisen 21, 22, ein richtiges Durchstarten in dem Bereich. Das heißt, wir sind in Richtung 250.000 Systeme unterwegs. Das Problem, was wir haben, wir bauen im letzten Jahr haben wir so um die 900.000 Heizungen eingebaut. Das heißt, 250.000 Systeme sind immer nur noch ein Viertel des Marktes. Das heißt, wir bauen immer noch 3 Viertel an Heizungen ein, die eigentlich komplett falsch sind für die Energiewende und uns einfach Probleme schaffen, die wir so nicht lösen können. Das heißt also, will Deutschland das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten? Werden wir die Gasheizungen, die wir heute einbauen, in 10 oder 15 Jahren wieder rausreißen müssen? Also das ist auch eine spannende Entwicklung, die nicht sehr erfreulich ist. Wollen wir also hier schnell eine Lösung finden, muss der Wärmepumpenmarkt hochgefahren werden. Deswegen schrube ich das mal. Und also wir brauchen dann hier ein Hochfahren des Marktes Richtung 1 Million Heizungssysteme. Und da sehen Sie also 24, 25, 26, also was da passieren muss. Für 23, 350.000 Heizungssysteme sind durchaus momentan prognostiziert. Also das heißt, das 23er Ziel, das wird man schaffen. Aber wie gesagt, wir müssen da nochmal deutlich nach oben. Also ab 25 wird es ambitioniert. Da hoffe ich mal, dass wir da noch einiges hinbekommen. Aber die Zeichen sind ganz klar auf ein Durchstarten hier im Wärmebereich. Und das wird natürlich an allen Ecken und Enden knirschen, weil natürlich auch Personal fehlt, was sich hier auskennt, sowas einzubauen. Die Produktionskapazitäten fehlen momentan, man muss sie hochfahren. Und wenn Sie heute eine Wärmepumpe bestellen, je nach Hersteller, kann es durchaus bis zu 1 Jahr dauern, bis das System geliefert wird. Aber da hoffen wir, dass wir natürlich, wenn wir mal in 2, 3 Jahren hier dann den Markt hochgefahren haben, dass sich das wieder in Bereiche normalisiert, wie wir sie vor 5 oder 6 Jahren gesehen haben. Gut, die Wärmepumpe muss also zum Standard werden. Und wir können uns das mal anschauen. So ein Wärmepumpesystem ist ja auch sehr technisch, sehr interessant. Wir haben also hier ein PV-System. Das PV-System selber, da wollen wir erstmal Direktverbrauch machen. Dann haben wir in der Regel heutzutage fast immer einen Batteriespeicher, der mit eingebaut wird. Und dann können wir mit der Wärmepumpe auch hier die thermische Kopplung machen. Das heißt also, wir haben unser PV-System. Wir haben hier die Wärmepumpe und dann ist die Idee, dass der Strom erstmal direkt verbraucht wird. Entweder direkt hier für die Stromanwendung oder direkt fürs Heizen. Das heißt, wenn wir Wärme brauchen, dann heizen wir direkt mit Solarstrom.
Funktioniert natürlich nicht immer, weil gerade auch in den Übergangszeiten im Winter oder auch bei Schlechtwetterperioden reicht das, was von der Sonne da ist, nicht aus. Wir haben aber trotzdem Überschüsse zu anderen Zeiten. Und deswegen brauchen wir Speicher. Die erste Möglichkeit wäre, einen Batteriespeicher ins Leben zu rufen. Und dann haben wir mit der Wärmepumpe eine Riesenchance, die thermischen Speicherkapazitäten zu nehmen. Das heißt also, wir haben hier einen SG-Ready-Speicher und wir können hier die Temperatur dann, wenn wir hier kommunizieren können, von der Photovoltaik in der Wärmepumpe anpassen, ist Überschuss Solarstrom vorhanden, heizen wir den Speicher durch, den Wärmespeicher, und wir können das Heizungssystem auch nutzen, indem wir die Wärmetemperatur nach oben treiben, zum Beispiel die Raumtemperatur leicht anheben, und können dann im Gebäude speichern. Ist dann nicht mehr ausreichend Solarstrom da, lassen wir die Temperaturen wieder absenken, und so können wir praktisch fast umsonst gigantische Mengen speichern. Überlegen Sie mal, was in 10 Kilowattstunden Batteriespeicher kostet. Wenn Sie einfach nur die Raumtemperatur nach oben treiben um 2 Grad, haben Sie eine ähnliche Speicherkapazität im Gebäude und das bekommen Sie für umsonst. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wie wir hier über die Sektorkopplung, also Wärme, Strom, wahnsinnig viel was reißen können. Wir haben das Ganze mal simuliert und auch gemonitort an einzelnen Gebäuden, was wir da erreichen können. Also wenn wir eine Wärmepumpe einbauen und es nicht sonderlich clever macht, hier haben wir mal verschiedene Größen, 4, 7 und 10 Kilowatt Peak an PV-System eingebaut, dann haben wir Autarkiegrade von, ja, gerade mal 25%, da sagt man 75 müssen wir noch beziehen. Das sind aber Systeme, die nicht intelligent sind und da braucht man einfach Know-how. Das heißt also, auch wenn Sie dann mit Know-how kommen, kann man natürlich einiges ausreißen. Das wäre jetzt hier das Effizienzhaus, also das energieeffiziente Haus, da kommen wir vielleicht auf 35%. Aber kommt jetzt erstmal die Wärmepumpe intelligent angesteuert? Also wir heizen halt einfach nicht nachts. Also das heißt, immer wenn die Sonne einscheint, einfach angepasstes Heizen erhöht den Autarkiegrad um 10% und packen wir noch einen Batteriespeicher dazu, dann können wir mit einer 10-kW-Anlage zwischen 50 und gut 60% Autarkie erreichen. Und dann sind auch steigende Energiepreise überhaupt kein Problem mehr. Das heißt also, das fand ich faszinierend, dass man, es geht hier, wie gesagt, um den gesamten Strombedarf, also Wärme und Strom, was wir hier mit einer 10-kW-Anlage zu 50 bis 60% in Deutschland mit unserem Winter von der Sonne decken können. Und wenn Sie noch andere Systeme mal durchrechnen wollen, wir haben für Fronius mal unsere Hochschule hat für Fronius so einen Systemrechner entwickelt. Das heißt, hier kann man dann einstellen, Personen im Haushalt, Heizwärmebedarf, wenn Sie noch ein Elektroauto haben, dazu packen. Und hier sieht man, wenn Sie hier ein normales Gebäude haben mit einer 10-kW-Anlage, 6 Kilowattstunden Speicher, Autarkiegrade von 60%. Und wenn man es mal ausreizen will, also wenn Sie dann ein wirklich sehr effizientes Haus haben, PV-Speicher mit 15 kW, einen Batteriespeicher 12 Kilowattstunden, dann können wir auch Autarkiegrade von 80% erreichen. Das heißt, was Sie dann noch brauchen, ein Fünftel nur noch aus dem Netz. Und da hat man natürlich schon eine sehr große Sicherheit und Unabhängigkeit. Und das ist natürlich auch ein Verkaufsargument, wenn Sie sagen, komm, großes System, das Dach voll, einen großen Speicher dazu, das Gebäude gescheit isoliert. Und dann ist das, was auf den Energiemärkten passiert, wenn die verrückt spielen, spielt das gar keine Rolle mehr, weil wir kaum mehr Energie aus dem Netz brauchen. Das ist im Neubau natürlich sehr einfach. Im Bestand müssen wir natürlich schauen. Also Wärmepumpen im Bestand sind auch eine Lösung. Es wird immer gesagt, na ja, man braucht eine Fußbodenheizung. Aber wir haben jetzt auch jüngste Messergebnisse, die zeigen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also wir können mit Wärmepumpen auch in den Bestand rein. Und das ist jetzt eine Auswertung vom Fraunhofer ISE, die einfach Bestandgebäude angeguckt haben. Das Entscheidende ist natürlich die Effizienz, also die, wir sagen, die Jahresarbeitszahl. Das heißt also, aus wie viel Kilowattstunden Wärme kann ich aus einer Kilowattstunde Strom erzeugen? Das heißt, bei einer Fußbodenheizung liegt der Wert zwischen gut 3 und 5. Also ich kann aus einer Kilowattstunde Strom zwischen 3 und 5 Kilowattstunden Wärme machen. Das sind real vermessene Systeme. Bei Fußbodenheizungen sind die Temperaturen natürlich relativ niedrig, so also 35 bis 45 Grad. Und deswegen sind die Fußbodenheizungen natürlich sonderlich effizient. Und das ist schon okay. Das heißt also, eine Fußbodenheizung hat einen Vorteil. Die Wärmepumpe arbeitet umso effizienter, je niedriger die Temperatur ist, die sie braucht. Nun stimmt das aber nicht, dass man sagt, wir können jetzt keine Heizkörper betreiben. Also bei Heizkörpern,
hängt es ein bisschen von der Größe der Heizkörper ab. Also Sie können auch so Radiatorheizkörper mit niedrigen Temperaturen fahren, wenn sie groß genug sind. Und dann erreichen Sie eigentlich die gleichen Jahresarbeitszahlen wie die Fußbodenheizung. Also die Wahl Heizkörper oder Fußbodenheizung ist gar nicht entscheidend, wie gut die Systeme arbeiten. Entscheidend sind die Temperaturen. Und natürlich sehen wir, je höher die Temperaturen werden, also wenn Sie jetzt mit 60 Grad in den Heizkörper reingehen, dann wird es ein Problem. Und wir können sagen, also so und auf Rot, das wären hier noch gemischte Systeme, wo wir Fußbodenheizung und Heizkörper mischen, aber auch da haben wir keine großen Vorteile. Und wenn wir jetzt einfach mal hier so diesen Trend uns angucken, egal was für ein Heizungssystem wir haben, wir sehen, je wärmer wir in die Heizung reingehen, desto ineffizienter werden die Systeme. Das ist einfach liegt an der Physik der Wärmepumpe. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir wollen vielleicht eine 3 als effizient haben, ne? Also aus einer Kilowattstunde wirklich 3, wie gesagt, bis zu 5 sind möglich bei niedrigen Temperaturen. Aber die 3 erreichen wir durchaus auch noch hier in einem vermessenen System. Es gibt einige, die schlechter sind, aber dieses vermessene System, Heizkörper bei 52 Grad, irgendwie mit Radiatorheizkörpern, haben wir hier eine Jahresarbeitszahl von 3. Das heißt also, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Effekt. Das heißt, die Frage ist, ist ein Gebäude geeignet für eine Wärmepumpe, ja oder nein? Das hängt von den Temperaturen ab. Das heißt, schauen Sie sich einfach die Temperaturen am kalten Wintertag an. Wenn Sie nicht mehr als mit 50 Grad in die Heizkörper rein müssen, um das Gebäude warm zu kriegen, dann ist das Gebäude, die Heizung auch für die Wärmepumpe geeignet. Nochmal ein Vergleich dazu, das wäre die Effizienz der Gasheizung. Also selbst die ganz schlechten Wärmepumpen sind immer noch besser als die Gasheizung. Also insofern spricht da nichts dafür, aber wir sollten natürlich schon gucken, dass wir so wenig wie möglich Strom brauchen und deswegen versuchen im Temperaturbereich bei so um die 50 Grad zu bleiben. Also hier nochmal die Wärmepumpe als Faustformel, 50 bis maximal 55 Grad Vorlauftemperatur bei kalten Tagen, dann ist das Gebäude sozusagen Wärmepumpen geeignet. Gut, gehen wir nochmal weiter mit der Energiewende. Wir brauchen natürlich auch im Verkehr das Gleiche. Auch hier weg vom Benzin- und Dieselauto, auch hier 30% Wirkungsgrad für eine Maschine, das macht keinen Sinn. Also auch hier müssen wir auf die Elektroautos setzen. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Erneuerbaren nach oben treiben. Das heißt, wir sind jetzt derzeit beim Gesamtenergieverbrauch bei 20%. Und wir wissen, dass wir die Biomasse und die anderen erneuerbaren Energien, Wasserkraft oder so, nicht viel weiter ausbauen können. Das heißt, was tun? Wir müssen natürlich schauen, dass wir auf die setzen, die wir haben in Deutschland. Das ist erstmal die Windenergie. Also mit der Windenergie werden wir an Land und offshore einiges bauen können. Das sind die Ausbauziele, die wir bräuchten, damit Deutschland das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten kann. Das sind die Zubauzahlen, die wir vorletztes Jahr hatten. Ich habe gerade gestern nochmal die Zahlen für 22 gekriegt. Da waren wir bei 2,1 Gigawatt, bei Offshore bei 0,4. Also da liegen wir auch immer noch meilenweit daneben. Also gerade bei der Windenergie müssen wir Tempo machen. Aber auch bei der Photovoltaik muss viel passieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auch die Photovoltaik nach oben treiben. Unsere Szenarien sagen, für das Pariser Klimaschutzabkommen müssen wir auf 40 Gigawatt pro Jahr hoch. Wir waren im letzten Jahr so roundabout bei 8, nicht ganz. Und von 8 auf 40, da sehen wir auch, da ist noch viel Luft nach oben. Da müssen wir uns auch noch Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Und wir brauchen im PV-Bereich halt keine halben Lösungen. Damit kommen wir nicht weit, sondern wir müssen schauen, dass wir die Dächer voll machen. Und das sind ja so Anlagengrößen 10, 15 kW, wo wir dann einfach diese 60 bis 80% Autarkiegrad erreichen können für Strom und für Wärme. Und das ist einfach wirklich schön. Und das muss der Standard halt insgesamt werden. Wir brauchen natürlich auch Freiflächen, vollkommen klar, weil die Dächer nicht ausreichen. Aber wir können halt im Gebäudebereich so wahnsinnig viel machen. Und wir gehen in unseren Studien davon aus, dass wir am Ende für die Energiewende in Deutschland knapp 600 Gigawatt PV brauchen, etwa 2% der Landesfläche. Viel davon können wir verschieben in Verkehrs- und Siedlungsbereiche, sodass auch der Flächenbedarf verträglich ist. Wir müssen es halt einfach machen und jetzt einfach tun und loslegen. Das ist das Ganze. Und wenn wir das richtig machen, dann kommen wir mit Sonne und Wind relativ nach oben. Wir brauchen wahrscheinlich doch noch ein bisschen Import, auch von Wasserstoff, aber nicht für die Wärme. Der Wasserstoff ist sehr aufwendig und teuer. Und das können wir uns einfach mal angucken. Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Ein sehr, sehr schöner
Satz und das kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben ja gesehen, wie viel Energie wir brauchen, um diesen Wasserstoff herzustellen. Und deswegen wird ein Gebäude mit grünem Wasserstoff zu beheizen, am Ende braucht das 3 bis 4 Mal so viel Energie und wird auch 3 bis 4 Mal so teuer sein. Und deswegen sollten wir den knappen Wasserstoff nur dort einsetzen, wo wir sinnvolle Gebiete haben. Also zum Beispiel für die Stahlherstellung. Da gibt es keinen Plan B, grünen Stahl herzustellen. Wir brauchen den Wasserstoff für die chemische Industrie. Auch da können wir an den Produkten nicht vorbei. Wenn wir Langstreckenflüge klimaneutral machen wollen, gibt es auch keinen Plan B beim Wasserstoff. Die Schifffahrt wird mit Wasserstoff arbeiten müssen. Oldtimer können wir gerne auch damit betreiben. Oder die saisonale Energiespeicherung. Aber nicht die Wärme und auch nicht der normale PKW, weil dafür ist der Wasserstoff viel zu teuer und viel zu ineffizient. Schauen wir uns am Ende nochmal das Zukunftssystem an. Wir haben also hier den Strom, Solar und Wind, den wir möglichst direkt verbrauchen, in den Gebäuden für Strom und Wärme, für die Industrie. Und dann kommen wir halt in die Sektorkopplung ein. Was wir ja schon sehen, die Batteriespeicher, die eingebaut werden, also in großen Stückzahlen helfen erstmal viel weiter. Noch mehr ist die Wärmespeicherung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Sektorkopplung hinbekommen, weil ich hatte ja gesagt, dadurch, dass wir alleine die Raumtemperatur anheben können, haben wir ein gigantisches Speicherpotenzial, was wir sofort erschließen können, was uns überhaupt nichts kostet. Und deswegen müssen wir einfach hier zentral geregelte Wärmepumpen dann hinbekommen, die einfach sich an das Angebot von erneuerbaren Energien anpassen und die Wärmeversorgung aufrechterhalten. Die Sektorkopplung im Autobereich, klar, da können wir auch rückspeisen. Und da kommen wir schon mal sehr weit. Wir werden Wasserstoff brauchen. Vollkommen klar, ganz ohne wird es nicht gehen. Den Wasserstoff können wir auch in den Gasspeichern dann zwischenspeichern. Und was machen wir da mit dem Wasserstoff? Naja, wir werden auch einen Teil importieren müssen und den wertvollen Wasserstoff, den verwenden wir, wie gesagt, da, wo wir ihn sinnvoll einsetzen können, für die Industrie, für den Flugverkehr, aber nicht für die Bereiche, wo der Wasserstoff viel zu teuer und viel zu ineffizient ist. Und wenn wir dann mal Flaute haben, 2, 3 Wochen mit zu wenig Solar- und Windstrom, dann können wir den Wasserstoff auch verwenden, um diese Lücken zu schließen. Das heißt, auch hier für den Lückenschluss ist der Wasserstoff gut, aber für den Standardanwendung, da brauchen wir vor allem die Wärmepumpe in den Gebäuden drin. Das heißt, wir müssen beim Klimaschutz jetzt wirklich durchstarten. Ich habe ja gesagt, also weiter so, bei dem jetzigen Tempo brauchen wir noch 100 Jahre bis zur Klimaneutralität. Das heißt, wir müssen auch mal knallharte und auch unbequeme Entscheidungen auch von politischer Ebene durchsetzen. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch das Verbot des Einbaus der Öl- und Gasheizung, so wie es Dänemark schon 2013 gemacht hat. Dänemark hat 2013 beschlossen, dass keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Die haben jetzt nicht dieses große Problem, was wir mit uns mitschleppen mit der Gasabhängigkeit. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir möglichst schnell hinkommen. Die junge Generation braucht unsere Hilfe und vor allen Dingen auch ihre Hilfe. Und deswegen müssen wir jetzt durchstarten. Das heißt also, wir müssen handeln. Und handeln, ja, da gibt es noch ein paar andere Punkte. Also da kann man auch noch mal ganze Meetings zu machen. Der Fleischkonsum ist natürlich ein großes Problem, der Flugverkehr. Das sind so die Achillesfersen von vielen Menschen von uns, wo man sagt, oh, das fällt uns schwer. Aber es gibt Sachen, die uns leicht fallen. Einfach das Dach voll machen. Ja? Also das heißt, eine PV-Anlage kann pro Jahr im Einfamilienhaus 5, 6 Tonnen an CO2 einsparen. Das sind also gigantische Mengen, die wir hier loswerden können. Und mit der Wärmepumpe, ja, da können wir auch die Gasheizung ersetzen und dann schon wirklich richtig was einsparen an CO2. Das sind also sehr, sehr große Hebel, die einfach in Bewegung zu setzen sind. Das heißt, lassen Sie uns die Energierevolution wahr werden. Das ist so wichtig, dass wir jetzt durchstarten. Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten. Wir können das im Kleinen machen, aber natürlich auch im Größeren. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben. Wir haben jetzt verstanden mit der Energiekrise, was wir brauchen. Wir wissen, wir haben die Technologien, die Photovoltaik. Wir sehen, die Wärmepumpe ist mittlerweile akzeptiert. Die Leute haben es verstanden. Und wir haben eine sehr gute Chance, jetzt das Tempo hinzubekommen, Deutschland enkelkindertauglich zu machen. Worauf warten wir noch? Wir haben einen Planeten zu retten. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und am Schluss nochmal ein paar Informationsmaterialien, die Sie auch bei mir in Buchform oder auf der Internetseite beziehen können. Dankeschön. Ja, dann sage ich auch erstmal vielen Dank, Herr Quaschning, für die tollen Informationen und den globalen Überblick zu diesem wirklich wichtigen Zukunftsthema. Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir jetzt auch tatsächlich einige Fragen bekommen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz an die Technik weitergeben. Bitte den Herrn Quaschning die Rechte beibehalten, weil die Fragen sich dann doch auch auf die ein oder andere Folie beziehen.
Und zwar eine ganz gute Frage, die ziemlich am Anfang kam, aber die, ich glaube, auch ganz gut zu Ihrem Schlusswort passt. Wer sind wir, die wir handeln müssen? Also das war tatsächlich eine Frage, die ich sehr gut finde. Ich überlasse Ihnen erstmal das Feld. Naja, ich meine, klimaneutral können wir in Deutschland nur werden, wenn alle an einem Strang ziehen, ne? Also wir sind erstmal die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Also 25% Wärmepumpen im Heizungsmarkt sind halt irgendwie immer noch 75% zu wenig. Da tut sich gerade bei der Wärme ein bisschen was, also mit der neuen Regierung. Es reicht noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Die Signale sind ganz klar, dass die Gasheizung ein Auslaufmodell ist, zumindest mal im kleineren Wohnungsbereich. Ich würde mir wünschen, dass das auch im Größeren ist. Da hat man immer noch sehr viel Respekt vor der Gaslobby, die natürlich sagt, wir müssen jetzt die Gasheizung einbauen und traut sich von politischer Seite nicht so viel zu machen, wie man eigentlich könnte. Aber vielleicht wird dann in ein, zwei Jahren nochmal nachgelegt, dass wir dann wirklich die Weichen richtig gestellt haben. Dann natürlich auch die Endkunden, also keine Gasheizung mehr einbauen. Ich kann nicht verstehen, wenn heute Leute noch Aufträge auslösen für neue Gasheizungen. Das darf nicht mehr sein. Das müssen wir den Menschen ausreden, weil natürlich irgendwie, ja, es wird keiner mehr in 10 Jahren dann ein noch nicht abbezahltes System rausreißen, zumindest nicht freiwillig. Und deswegen gehört auch die Bereitschaft dazu, zu sagen, okay, ich warte halt mal ein Jahr auf die Heizung und notfalls ist die Wärmepumpe auch ein paar Euro teurer. Aber oder ich warte, wenn es sich mir nicht leisten kann, nochmal 2 Jahre, das ist erstmal ganz wichtig. Und dann ist natürlich auch die Branche wichtig, dass wir aufklären, weil natürlich viele Menschen draußen wissen noch nicht Bescheid. Wir müssen gucken, dass wir die Menschen aufklären. Das ist mühselig, ich weiß, man hat viel zu tun. Und dann muss man nochmal erklären, warum jetzt die Photovoltaik überhaupt und wie viel Unabhängigkeit und warum braucht man trotzdem noch einen Netzanschluss und wie sieht das aus mit der Wärmepumpe und warum ist das eine gute Kombination? Das heißt, das muss natürlich die Branche machen, natürlich wir auch. Also ich versuche auch, so gut es geht, halt in dem Bereich aufzuklären. Und wenn man das alles so im Dreiklang machen, die Akteure, dass die aufklären, die Bevölkerung macht mit, die Politik setzt die Rahmenbedingungen, dann haben wir eine Chance, es zu schaffen. Und das muss halt in dem Dreiklang. Und wenn einer der drei Säulen hier versagt, dann muss man die halt treten, dass sie das machen, was sie tun müssen. Ich finde, Sie machen das schon sehr gut und ich kann mich dem nur anschließen. Es heißt also es heißt eigentlich tatsächlich wir alle, jeder Einzelne, genau. Dann habe ich eine Frage bekommen, die vielleicht sich nochmal grundsätzlich auf Ihre Zahlenbasis bezieht. Wo beziehen Sie die ganzen Zahlen her, die Sie uns hier tatsächlich vorgestellt haben? Genau, also die Ausbauziele für, also die historischen Daten, das sind frei verfügbare Daten von der Arbeitsgemeinschaft Energie, AGEP, also die auch wo, was ist Wirtschaftsministerium, die Zahlen im Internet da sind und wo man die herholen kann. Die Prognosen für die Zukunft, das sind Berechnungen von unserer Hochschule, der HTW. Wir haben da Szenarien aufgestellt, was wir brauchen, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Ja, und die Simulationswerte, also auch von den Wärmepumpensystemen, da haben wir Simulationstools für entwickelt und das macht meine Forschungsgruppe auch. Und sehr, sehr gut in dem Bereich sind auch die Fraunhofer. Also die Temperaturdaten waren vom Fraunhofer-Institut in Freiburg, die auch gerade bei Wärmepumpen im Bestand ein sehr, sehr spannendes Forschungsprojekt haben, wo die auch bestehende Systeme vermessen haben, um zu zeigen, dass dieses Vorurteil, ne, Wärmepumpe geht nur im Neubau mit einem gut gedämmten Gebäude, mit in der Fußbodenheizung, dass das nicht stimmt. Und insofern ist auch die Arbeit dann von anderen Instituten extrem wichtig. Gerade das Fraunhofer ISE hat da sehr, sehr gute Arbeit bei der Wärmepumpe geleistet. Also da würde ich ganz gerne noch schon mal mir ein bisschen vorgreifen. Tatsächlich der Leiter dieser Studie, der Marek Miara, ist ja unser Abschlussredner in dieser Veranstaltungsreihe. Ich hoffe, dass er dazu auch noch ein bisschen was sagen wird. Dann habe ich eine ganz konkrete Frage. Sie hatten die tollen Grafiken zur Autarkie gezeigt. Das ist übrigens das, was mir als erstes aufgefallen ist, wo jemand, der sich mit Photovoltaik beschäftigt hatte, nämlich Sie und die HTW Berlin mit ihren Simulationen die Wärmepumpe mit ins Spiel gebracht hat. Das fand ich eine ganz große Sache damals. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das waren Sie Ihrer Zeit voraus. Aber da wurde die Frage ganz konkret gestellt, haben diese Grafiken auch den Jahresdurchschnitt im Blick, also auch die Wintermonate mit einbezogen? Also die Autarkiegrade, die ich ge gezeigt habe, sind Jahresdurchschnittswerte. Ja? Also das heißt, das ist der nicht der der also der Autarkiegrad sinkt natürlich im Dezember. Das ist natürlich der Jahresdurchschnitt. Also gerade mit so einem Wärmepumpensystem, wenn man sich das saisonal anguckt, dann ist man natürlich von, sage ich mal, März bis Oktober bei nahe 100%.
In den Wintermonaten geht die Autarkie runter. Im Dezember wird man natürlich bei deutlich unter 50% liegen. Da braucht man Strombezug, das ist vollkommen klar. Wenn man bei 60 bis 80% liegt, fällt der Strombedarf im Winter an. Deswegen ist es auch enorm wichtig, dass wir auch trotz allem die Netze ausbauen und auch die Windenergie voranbringen. Wir müssen die Stromlücken dann im Winter auch schließen, wenn wir die Wärmepumpen haben. Und das kann nicht also gelingen, indem wir zum Beispiel auch wie in Bayern, wo Herr Söder sagt, wir setzen nur auf die Solarenergie. Das ist natürlich ganz nett, aber in Bayern gibt es halt auch einen Winter. Und wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach zu wenig Strom liefert, dann liefert auch die Photovoltaikanlage auf der Freifläche zu wenig Strom. Und deswegen braucht man natürlich da ganz klar die Windenergie. Also das zeigen auch alle Szenarien, dass wir also einen massiven Ausbau für die Windenergie brauchen. Und wir brauchen trotzdem auch noch ein Backup, dass also auch der Strom für die Wärmepumpen geliefert wird, wenn wir dann ja wirklich mal wenig Sonne und Wind im Dezember haben. Und deswegen brauchen wir da Backup-Lösungen und da müssen wir dann auch noch auf Batterien und Wasserstoff setzen, die zentral sind, um halt wirklich auch eine sichere Wärmeversorgung gewährleisten zu können. Aber mit einer Wärmepumpe, ich sag mal, wenn ich so einen Wärmespeicher habe und auch die Raumtemperatur, man kann auch erstmal einen Tag irgendwie einfach mit dezentralen Wärmespeichern überbrücken. Und das ist auch schon mal ganz gut. Aber wenn halt einfach 2 Wochen wenig Sonne und Wind da ist, ist man noch aufs Netz angewiesen. Alles andere wäre unehrlich zu sagen. Jetzt kommen viele Fragen zu Wärmepumpen an sich. Da würde ich fast ein bisschen auf unsere nachfolgenden Veranstaltungen verweisen. Aber so noch mal eine Frage, die jetzt ich auch ganz spannend finde aus der Sicht eines mehr solargetriebenen erneuerbaren Energetikers, muss man sozusagen. Was denken Sie, warum Heizungsbauer so wenig über die Vorteile der Wärmepumpe wissen? Naja, Gas war bislang einfach billig. Also sowohl von dem Energieträger als auch von der Installation. Ich meine, so eine Gastherme, da kommt halt der Heizungsbauer, Gastherme ran, Heizungsrohre ran, Gasanschluss fertig. Und bei der Wärmepumpe, naja, dann ich brauche ja eine Wärmequelle. Also wird es ja schon wieder schwieriger. Da muss ich jetzt nicht nur das Gasrohr anschließen, ich muss dann gucken, dann muss ich, meistens habe ich jetzt eine Luft-Luft-Wärme, also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, also wo die Umgebungsluft als Wärmequelle genutzt wird. Da brauche ich ja eine Ventilatorkiste, die ich vor das Gebäude stelle. Da muss man gucken, wo kann ich die Rohre durchschließen, anschließen. Dann, wo stelle ich die hin, dass der Nachbar sich nicht drüber aufregt, weil ein bisschen Lärm macht die ja schon. Also die sind deutlich besser geworden, aber geräuschfrei sind sie halt nicht. Und deswegen gibt es da auch Konfliktpotenzial und ja, das alles macht es natürlich komplizierter und man möchte es möglichst einfach machen und die Gastherme war halt einfach einfach. Und deswegen war es so, also bis vor 2 Jahren, also Bekannte von mir haben vor 2 Jahren versucht, eine Wärmepumpe einbauen zu lassen und naja, der 10. hat dann irgendwo den Eindruck vermittelt, dass er Lust dazu hat und Ahnung hat. Und wenn ich natürlich zum Kunde hingehe, naja, Sie könnten auch eine Wärmepumpe machen, aber die ist halt einfach sehr teuer und dann haben Sie eine Ventilatorkiste, wo der Nachbar sich drüber aufregt, dann nehmen Sie es natürlich auch nicht. Und deswegen ist diese Aufklärung halt einfach so enorm wichtig, dass wir einfach sagen, ja, die Systeme sind gut geworden, sie sind aufwendiger, aber sie sind einfach dann auch zukunftssicher. Das heißt, die Öl- und Gaspreise werden ja immer verrückt spielen. Wir werden auch in 10 Jahren vielleicht wieder Krisen haben. Und wenn wir einfach hier ein krisensicheres Energiesystem einbauen, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen komplizierter, aber langfristig der bessere Weg und da müssen wir aufklären. Aber das sorgt einfach dafür, dass es halt viele, wenn es nicht vorgeschrieben ist, dann wird es halt einfach nicht gemacht. So sind die Deutschen drauf. Und deswegen muss man es halt einfach irgendwie vorschreiben oder es muss halt so Energiekrise. Das heißt, wenn es halt so teuer wird, dass die Leute bluten mit dem Preis, dann geht es auch. Aber ohne Not keine Wärmepumpe. Und da haben wir halt wohl offensichtlich erst diese Notlage gebraucht. Also da gab ja auch der Herr Habeck hat ja diesen Wärmepumpengipfel gemacht und da wurden ja auch einige Themen besprochen. Ich denke, da gehört tatsächlich auch geringere Installationskosten und eben auch ein schnellerer Einbau, Vormontage und solche Geschichten ganz klar dazu, dass Wärmepumpen einfacher eingebaut werden können, dass das auch nicht mehr so lange dauert und nicht mehr so teuer wird. Also ich denke, da wissen die schon auch noch, wo ihre Hausaufgaben liegen. Genau. Ja, wobei das ja Angebot und Nachfrage ist, gell? Momentan ist es natürlich schon so, dass alles relativ teuer ist, weil ja die Nachfrage ist irre groß und ja als Anbieter können sie natürlich auch momentan Preise abrufen, also wo ich dann auch immer sage, oh Gott,
Wie ist das kalkuliert? Da macht jemand ganz gut Marge, aber das ist ja in Ordnung. Also ich meine, momentan muss man das auch fahren. Man muss am Anfang vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld zahlen, weil man irgendwie, bis man das 10., 20. System eingebaut hat, wird auch noch das eine oder andere schiefgehen. Wenn es dann ein bisschen teurer ist, kann man das auffangen. Das ist in Ordnung. Aber wenn man sich einfach mal so anguckt, es gibt ja auch Wärmepumpensysteme aus Asien. Also es gibt ja nicht nur deutsche Hersteller. Und wenn man sich da die Preise anschaut, die international für solche Systeme gefragt sind, dann sieht man, dass da noch viel Luft nach unten ist beim Gesamtpreis, ja, um das mal so ganz positiv auszudrücken. Und natürlich muss man das auch den Einbau noch standardisieren, dass man natürlich ein billiges System, was dann irre teuer einzubauen ist, ist auch schwierig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir in 10 Jahren Wärmepumpenpreise sehen, die im Durchschnitt vielleicht irgendwie richtig Richtung der Hälfte entwickeln, wie wir das heute haben. Und dann wird auch ein Schuh draus, weil wenn da irgendwie 50.000 Euro für eine Heizung abgerufen werden, das ist natürlich dann auch schon so, wo man sagt, das kann sich dann am Ende auch nicht jeder leisten und es ist auch nicht so ganz verständlich. Klar, es gibt einzelne Einbausituationen, die schwierig sind, also wo man das auch braucht, aber so eine Wärmepumpe, die muss nicht 20.000 im Einkauf kosten und sie muss auch nicht 30.000 im Einbau kosten. Also da geht sicherlich Genau. noch einiges. Genau. Dann hätte ich noch gerne zwei Fragen an Sie gestellt, weil es gibt jetzt auch noch Fragen, ob Sie in Ihren Simulationen weitergegangen sind als nur mit der Wärmepumpe, also ob Sie auch noch mal Klimageräte mit dazu genommen haben, beziehungsweise Heizstäbe in so eine Simulations, Umgebung. Ja, können wir machen, oder haben wir auch zum Teil gemacht. Also Klimaanlagen, da sehe ich also überhaupt kein Problem, weil wir werden, wenn wir 600 Gigawatt Photovoltaik haben, werden wir im Sommer im Solarstrom ertrinken und wissen gar nicht, wohin damit. Und wenn wir damit dann irgendwie Gebäude kühlen, also wir werden im Sommer sogar dann auch größere Mengen Solarstrom abregeln. Und wenn man die dann einfach, die Wärmepumpe kann ja auch kühlen. Und wenn man den Strom, der sowieso weggeschmissen würde, dann zum Kühlen verwenden, dann ist das irgendwie eine Win-Win-Situation. Also da sehe ich irgendwie erstmal nicht das Problem. Vorausgesetzt, die Gebäude sind effizient. Also wenn ich natürlich jetzt irgendwie ein ineffizientes Gebäude im Sommer runterkühle, dann verbrate ich auch viel Energie. Also da müssen wir irgendwie gucken. Aber effiziente Gebäude im Sommer zu kühlen, klar, also das ist mit drin, sage ich mal. Der Heizstab, naja, der Heizstab hat halt nicht die Effizienz der Wärmepumpe. Das muss man ganz klar sagen. Also der Heizstab hat halt Jahresarbeitszahl von 1. Aus einer Kilowattstunde Strom mache ich eine Kilowattstunde Wärme. Der Heizstab hat den Riesenvorteil, dass er deutlich günstiger in der Installation ist. Also das heißt, und deswegen kommt der Heizstab durchaus zur Anwendung, aber wirtschaftlich gesehen natürlich nur dann, wenn ich entweder kleine Energiemengen brauche oder eine kurze Amortisationszeit haben, zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage, die aus dem EEG rausfällt. Also wenn man so sagt, okay, die ist schon und die hält noch 5 Jahre, dann würde man vielleicht, gut, man kann die ja auch repowern, die Photovoltaikanlage, und durch eine neue ersetzen, aber dann weiß man nicht, ob dann die Wärmepumpe einsetzen will. Aber sobald ich größere Strommengen habe, ist der Heizstab eigentlich nicht geeignet, weil ich einfach die dreifache Menge an Strom dann dafür brauche. Dann wird es halt einfach irgendwann teuer. Also da muss man einen Kompromiss eingehen zwischen Installationskosten und dann Effizienz. Und bei kleinen Mengen für nur Warmwasser kann man den Heizstab nehmen. Aber wenn ich jetzt ein ganzes Gebäude heizen will, ist der Heizstab aus meiner Sicht nicht die clevere Alternative. Würden Sie das verallgemeinern aufs elektrische Heizen insgesamt? Ja, es gibt, sage ich mal, im Neubau extremst effiziente Gebäude, ne? Also wenn ich jetzt so ein Passivhaus baue, was also im Neubau super gedämmt ist, da kann man sich nochmal überlegen, ob dann, wenn ich dann, was weiß ich, 3.000, 4.000 Kilowattstunden noch an Wärmebedarf habe, dann würde das die Wärmepumpe nochmal hebeln, dann habe ich 1.000 Kilowattstunden Strom, so solche Gebäude gibt's. Aber da muss man sich überlegen, ob sich dann die Kosten der Wärmepumpen noch rentieren oder ob man nicht sagt, oh komm, für das bisschen Strom nehmen wir einen Heizstab. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen sanierten Altbau nehme mit 15.000 Kilowattstunden Strombedarf, wenn ich die wirklich elektrisch machen will, 15.000 Kilowattstunden, das tut dann schon weh. Und da ist dann schon die Wärmepumpe aufgrund der Effizienz und des Hebels die bessere Alternative. Und wenn wir dann gucken, was wir tatsächlich an Gebäudebestand oder dann an Neubauten haben, die gerade diesen Standard erfüllen würden, dann wissen wir wieder, wo die Lösung tatsächlich liegt. Ja, es sind halt sehr, sehr wenige Gebäude, wie gesagt. Oder man kann natürlich, also der Heizstab kommt ja auch zum Teil als vielleicht als Backup-Lösung dann noch zum Einsatz, nicht? Auch bei Wärmepumpen. Also wenn es sehr kalt ist, Genau. also da ja, aber die Wärmepumpe hat halt einfach den Hebel und da würde ich, wenn es irgendwie geht, nicht drauf versuchen zu verzichten. Einfach den Heizstab nochmal mit den noch, oder wir haben ja jetzt schon die hohen Preise von 50 Cent die Kilowattstunde oder sowas, einfach mal davon ausgehen, dass der Strompreis so lange bleibt. Und wenn sich dann der Heizstab rechnet, dann ist es okay. Aber wenn er bei den hohen Strompreisen sich nicht rechnet, dann würde ich auch sagen, okay, dann spricht es für die Wärmepumpe.
Es ist halt, wie Sie es vorher auch gesagt haben, für viele Endkunden eine niederschwellige, vielleicht auch Annäherung an so ein Thema, was man gar nicht unterschätzen darf. Naja, wir haben ja teilweise auch, also das könnte eine Übergangslösung sein, nicht? Dass man einfach sagt, okay, die Gasheizung, ich kriege jetzt eh keine Wärmepumpe, die Heizung, und ich will jetzt schnell was tun. Dann könnte man sagen, okay, ich mache einen Heizstab, der vielleicht solargesteuert ist, der dann einfach aus Überschussstrom Solarstrom verheizt. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, weil irgendwie Solarstrom, wenn ich ins Netz einspeise, das kriegt man jetzt 8 Cent oder sowas. Erdgas kostet derzeit 12, also das ist ja sogar wirtschaftlich, den Strom zu verheizen, statt ihn einzuspeisen. Und wenn ich den einfach dann wirklich rein solarbetrieben fahre, diesen Heizstab, und sage, okay, ich nutze den jetzt erstmal, um ein bisschen Gas einzusparen, und die 2.000 oder 3.000 € Investkosten, in 3, 4 Jahren denke ich nochmal drüber nach, und dann fliegt die Gasheizung raus und dann kommt die Wärmepumpe, die wird dann auch billiger sein und wahrscheinlich auch irgendwie mehr Angebot sein, dann ist das sicherlich ein Weg, den man so gehen kann. Aber sage ich mal, die Gastherme rausschmeißen und nur einen Heizstab einzusetzen, da hätte ich wirklich Bauchschmerzen dabei. Ich auch. Dann würde ich ganz gerne, da kam dann tatsächlich nämlich auch nochmal was zur Warmwasserwärmepumpe, die ich ja als sehr tolle Lösung finde. Ich hoffe, da stimmen Sie mir zu. Da kam die Frage, ob man sie von der Heizung grundsätzlich entkoppeln soll oder ob man sie auch miteinander betreiben kann. Naja, also wenn ich ein System, ein Heizungssystem habe, dann brauche ich ja immer ein Gesamtsystem. Also dann jetzt zwei Systeme einzubauen oder das Ganze zu lösen. Es gibt ja dann auch die Frage der Temperaturen, sind ja immer noch dann das, also je höher die Temperatur ist, desto aufwendiger ist es. Trinkwasser muss man normalerweise, wenn ich einen Trinkwasserspeicher habe, aus hygienischen Gründen halt auf 60 Grad bringen. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, mit sogenannten Frischwasserstationen zu arbeiten. Das heißt also, das ist eine Art Wärmetauscher. Und dann wird das Wasser nicht auf 40 Grad 300 Liter vorgehalten, sondern gerade wenn ich Bedarf habe, dann habe ich einen großen Wärmespeicher, und das Frischwasser hat aber gar keinen Kontakt mit diesem Speicher und kann deswegen auch nicht verkeimen. Und deswegen kann man dann auch mit solchen Frischwasserstationen auch das Warmwasser auf deutlich niedrigeren Temperaturen vorbereiten. Und dann hat man natürlich auch mit der Wärmepumpe eine super Effizienz für die Warmwasserbereitung. Wenn ich natürlich auf 60 Grad gehe oder was weiß ich, irgendwie noch höher, dann leidet natürlich auch die Effizienz der Wärmepumpe. Aber selbst da, im Vergleich zur Gasheizung, ist es dann auch immer noch besser als, also da bei der Gasheizung lief die Effizienz ja bei unter 1. Also das kriege ich auch mit hohen Temperaturen mit der Wärmepumpe besser hin. Ja, also ich sehe, wir haben noch ganz, ganz viele Fragen, die wir eigentlich jetzt leider nicht mehr alle gestellt bekommen. Das tut mir sehr leid. Ich würde Sie bitten, nehmen Sie doch auch an unseren anderen Seminaren teil, weil wir da dann doch auch noch mal sehr viel stärker auch auf die Wärmepumpe eingehen und dann vielleicht auch dort diese ganz spezifischen Wärmepumpenfragen auch noch mal stellen können. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, Herr Kraschning, als Ihnen ganz herzlich zu danken. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Und ich kann nur sagen, vielen Dank auch für Ihr ungebrochenes Engagement für die Sache der Erneuerbaren. Ich finde es immer sehr, sehr nett, wenn ich noch jemanden habe, der genauso brennt wie ich und es sogar noch besser macht als ich. Vielen Dank dafür. Danke für das Lob. Ja, bitte bleiben Sie uns so erhalten. Mache ich, keine Sorge. Es macht ja auch Spaß und es sind ja auch so wahnsinnig viele tolle Leute dabei. Ich finde auch in der Solarbranche immer, wenn man dabei ist, wir hatten jetzt Corona, was für alle eine schwere Zeit war, aber das geht jetzt wieder vorbei und wir sehen, es brennen auch viele und sagen, okay, wir sind Teil der Lösung, wir setzen uns dafür ein. Und deswegen finde ich das einfach auch eine super tolle Branche. Und deswegen an alle zurück, alle, die da draußen unterwegs sind. Sie ist ein ganz, ganz wichtiger Job. Einzelne können das nicht machen. Wir müssen in der Summe das Ganze voranbringen. Und wenn wir die richtigen Informationen unter die Leute kriegen, dann haben wir auch wirklich eine Chance, in wirklich 15, 20 Jahren wo ganz woanders zu stehen, was wir uns heute das gar nicht vorstellen können. Bleibt mir nichts weiter, als Ihnen zuzustimmen und vielen Dank für das tolle Schlusswort. Ich würde Danke. aber ganz gerne, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, bevor jetzt alle gehen, ich hätte noch zwei kleine Punkte. Wenn Sie uns verlassen, haben wir ans Ende der Veranstaltung eine kleine Befragung angehängt. Es wäre schön, wenn Sie sie uns beantworten. Das macht uns es leichter, es noch besser zu machen für Sie. Und die zweite Sache ist, das, was jetzt hier nochmal eingeblendet ist, das ist natürlich nur die Auftaktveranstaltung. Wir möchten Sie gerne fit machen in dem Thema und haben noch andere tolle Veranstaltungen und würden uns freuen, wenn Sie auch an denen Interesse finden und wieder dabei sind und wir Sie wiedersehen. Und von daher bleibt mir nur nichts anderes übrig zu sagen, an alle Teilnehmer vielen Dank zu sagen. Tschüss,
Auf Wiedersehen und bleiben Sie solar. Tschüss. Auf Wiedersehen.